Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance. Ja, das klang jetzt total dämlich. Egal. So, wir sollen uns hier mit dem... Ich glaube, das war der, ne? Gott sei mit dir. Ah, okay. Mein Freund, kannst du als Händler mir sagen, wo ich Quecksilber bekomme? Tja, ich war selbst bereits mehrmals dort und kam mit leeren Händen zurück. Dreimal haben sie mich abgewimmelt. Von wem genau sprechen wir hier? Wer hält deine Ware zurück? Der Klostermeier, oder besser gesagt sein Gehilfe. Was hat der Klostermeier dir denn gesagt? Nichts. Er kümmert sich nicht um solche Lappalien, sondern überlässt sie seinem Gehilfen. Patziger Widerling. Das Quecksilber hat sich wohl kaum in Luft aufgelöst. Wo könnte es sein? Wenn ich das wüsste. Jedes Mal, wenn ich um rote Farbe bitte, sagen sie, es gebe kein Quecksilber, um sie zu mischen. Einmal behaupteten sie, die Ware kam nie an. Ein anderes Mal, dass der Wagen überfallen wurde. Und zuletzt ging es irgendwie verloren. Und du denkst, sie lügen? Jesus, was weiß ich. Aber es kommt mir komisch vor. Ich meine, wie kann es dreimal hintereinander kein Quecksilber geben? So viel Pech auf einmal hat keiner. Ja, sehr verdächtig. Wozu benötigst du Bring mir bitte Quecksilber? was zu essen. Sie brauchen es, nicht ich. Sie mischen damit rote Farbe für mich an. Ich male in der Uschitzer Kirche. Kannst du dir vorstellen, wie trostlos das ohne Rot aussieht? Nicht wirklich. Sei froh. Meine Augen schmerzen allein bei dem Gedanken daran. Danke, das wäre fürs Erste alles. Warte, möchtest du nicht etwas kaufen, bevor du gehst? Oder würfeln? Ich brauche dringend Geld. Ich warte schon eine Ich habe nur Ewigkeit zwei hier und Hände. der Aufenthalt wird langsam teuer. Warum nicht? Nur mal was Zeig mir, was anbietet. du zu verkaufen hast. Lebewohl. Das Leben im Wirtshaus. Ein Fertigkeitsbuch über Trinken und Trinksucht. Das kann man sich doch mal angucken. Nahrung hat er nur Alk. Gut, wie viel kostet uns das? 132. Und zu verkaufen haben wir... Oh. Ein bisschen Nahrung hätten wir zu verkaufen. Das da auch, das ist schon abgelaufen. So. Unbekannter Trank, keine Ahnung. Gott allein weiß, wozu er dient oder was er anzurichten vermag. Okay. Keine Ahnung, seit wann ich den hab. Gut, dann feilschen wir eine Runde. Reden wir über den Preis. Ist gut. Ich weiß, ich müsste jetzt eigentlich nichts kaufen. Aber... Weil du es bist. Das ist zu wenig. Endlich eine vernünftige Summe. Da konnten wir ein bisschen Ja, gib mir einen runterhandeln. Moment. So. Zapf mir ein Bier. Zapf mir ein Ich Bier. trinke sofort. Das heißt, bitte. So, das war unser Kontakt, den wir hier treffen sollten. Was ist C? Ah nee, sprich mit Ulrich, okay? Setze deine Nachforschung in der Kammer des Klostermeisters fort. Also, gehen wir erstmal zu Ulrich. Ist der wieder bei der Weide? Oder pennt der hier irgendwo? Der pennt, ne? Der hat da wohl auch ein Zimmer gemietet. Das hier, okay. Also, was hat Meister Pfeiffer gesagt? Ich fragte ihn um Rat und weiß nun, wo wir anfangen sollten. Erzähl mir mehr. Meister Pfeiffer zufolge benötigten sie Kupferbleche für den Münzkern und Quecksilber für das Alma... Lama. das andere eben. Aha, das Amalgam. Kloster verfügt über diese Materialien. Genau. Deshalb bin ich an den örtlichen Schmieden interessiert. Ja, das klingt plausibel. Erst gestern erfuhr ich, dass die Leute im Kloster klagen, die ganze Nacht nicht schlafen zu können, weil der Schmied bis Sonnenaufgang durcharbeitet. Verstehe. Es lohnt sich gewiss nachzufragen. Sonst noch etwas?
Du sagst, sie verwenden Quecksilber. Hier gastiert ein Maler, der die Kirche in Urschitze dekoriert. Er beschwerte sich, weil er im Kloster neues Quecksilber holen wollte, es dort aber keines mehr gab. Bestimmt lohnt es sich, dem nachzugehen. Danke. Hey. Gott segne Sie. Gut. Ansonsten keine Markierung. Das hat uns jetzt natürlich den Hinweis gegeben, dass der Schmied in der Nähe vom Kloster der Schmied ist, den wir ansprechen sollten. Weil es hätte ja rein theoretisch auch der andere Schmied sein können, der weiter unten in der Stadt wohnt. Auf der anderen Flussseite. Aber, tja, wenn die das im Kloster noch hören, dann muss es der Schmied sein. Hallo? So weit hören sie den anderen Schmied wahrscheinlich nicht. Atmen, Heinrich. Atmen. So. Nur Banditen schleichen ohne Licht im Dunkeln herum. Ja, ja. Meine Güte. Das sind aber auch empfindlich, die Leute. Okay. Hä? Warte mal. Ach Mist, ich hätte da noch was fragen müssen. Okay, ich gehe jetzt trotzdem einmal zum Schmied. Der wahrscheinlich jetzt pennt. Natürlich. Was hat er denn Schönes in seiner Kiste? So, mal reingucken. Nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. So, der Schmied pennt eh noch. Blub, da ist das Pferd da. Dann gehen wir nochmal... So, wieder mein Hund bei vergessen. Fußköter. Hallo Hund. So, dann gehen wir nochmal zur Taverne zurück. Das habe ich da übersehen. Hui. Ja. Stahlbusch. Ja. Irgendwie bin ich hier. Ah, okay. Ja. So, dann fragen wir hier. Ich glaube, der Maler ist gemeint, den, mit dem wir gerade gesprochen hatten, oder? Bürger. Ja, das war der. Und Meister Maler? Hast du noch immer Geldsorgen? Ja, leider. Aber mein Angebot steht noch. Möchtest du nicht... Tut mir leid, aber ich habe... So. Gott über dich wachen. Der ist hinter mir irgendwo. Nee, das ist nur ein Bereich, ne? Nee, Bürger, Bürger, Bürger. Hm. Finde heraus, wer in Sasau mit Kupfer arbeitet. Ach so, das ist der ganze Bereich. Ich bin so doof. Entschuldigung, Entschuldigung. Aber wir müssen sowieso Energie 88 uns ein Zimmerchen nehmen. Und dann können wir einmal kurz bis morgens schlafen. Beste Grüße. Hast du... Ja. Für wie lange? So, das überspringe ich jetzt mal. Nur die. Das kennen wir ja. Hier dein Geld. Dir wird's hier Gott behüte dich. So. Ab ins Zimmerchen. Es war richtig dunkel ohne Licht. Also, die Aussage klingt jetzt ein bisschen doof, ich weiß, aber ihr wisst, was ich meine. Schon ein Unterschied von Tag und Nacht. So. 9 Uhr. Und los geht's. So, also der Maler. Also, ja, es weist irgendwie alles auf die Kirche, wollte ich schon sagen, aufs Kloster hin. Dass die da irgendwie ein krummes Ding drehen und damit wahrscheinlich Geld machen oder jemand anderen unterstützen oder sowas. Also, wir sind da etwas Bösem auf der Spur. Die Frage ist nur, dieser Ulrich.
Er kommt von einem Rivalen von Herrn Ratzig. Ich hätte vielleicht noch mit Herrn Ratzig sprechen sollen, aber den habe ich ja dann nicht mehr angetroffen. Der hat ja einmal kurz reingeguckt, als ich mit dem anderen gesprochen habe. Mal sehen, was hier so alles rauskommt. Also das Kloster hat ja auch, ne, so, dass keiner rein darf und ständig hier Bauarbeiten und bla. Also die sind sehr merkwürdig. So, wir haben ausgeschlafen. Ja. Es ist wunderschöner, helllichter Tag. Es regnet ein bisschen. Das ist uns egal. So. Jedenfalls im Spiel. Hui. Ich wollte zum Schmied gehen. Der ist hier. Ja. So, mal gucken, was der zu sagen hat. Guten Tag. Arbeitest du mit Kupfer, Meister Schmied? Warum fragst du? Ich hätte gern, dass du etwas für mich herstellst. Frag besser woanders. Ich nehme kein Kupfer. Aha. Zurück zum Kupfer, Meister Schmied. Was? Ich hab dir gesagt, ich arbeite nicht mit Kupfer. Aha. Aha. Was kannst du mir über die Schmiede von Sasau sagen? Tja, da wäre Mikesh. Der ist ein ehrlicher Bursche, ein redlicher Handwerker. Dann gibt's noch Meister Otto. Der war mal gut, aber jetzt ist er alt und hält zu große Stücke auf sich. Der Schmied aus der Stadt ist hinter den Bruchstücken des Schwertes einer gewissen Königin von Saba her. Ein Pilger hat sie vor kurzem verkauft. Ich weiß nicht, aber er hat Pech. Er hätte zuschlagen sollen, dass er die Möglichkeit hatte. Ich habe meines immer dabei. Es bringt Glück und steht nicht zum Verkauf. Nicht mal für das Gold des Königs. Okay, das soll ich mir noch notieren. Ansonsten zu dem Fall hier wegen dem Kupfer und so. Dach. Bruchstück. Umhauen. Stehlen. So. Wir irgendwann auch mal machen. Jetzt gerade geht es ja nicht, der hat hier so einen Gehilfen, der die ganze Zeit hin und her blitzt. Dann weiter ins Kloster rein. Bin gespannt, was da noch so rauskommt. So. Jetzt muss ich hier wahrscheinlich irgendwo eindringen, nehme ich an. Okay. Das müsste hier irgendwo drunter sein. Was war das denn? Ups. So, es ist direkt hier. Achso. Mal gucken. Glück und Gesundheit. Erstmal sprechen wir mit dem Chef. Ich bin auf der Suche nach Quecksilber. Hast du welches? Sprich mit meinem Gehilfen. Er kümmert sich um solche Dinge. Gut, hab Dank. Mhm. Es war der junge Smola. Was? Smola ist für all die Diebstähle und Mordversuche verantwortlich. Er wollte mich und Leszek töten und weiß Gott wen sonst. Jesus Christus, wo ist er jetzt? Er ist tot. Ich musste mich verteidigen. Meinst du, die Sache ist damit erledigt? Sieht so aus. Leszek hat ihm geholfen, aber er ist tot. Also sollten die Dinge sich jetzt beruhigen. Gott sei Dank. Trotzdem werden wir das Kloster neu einsegnen müssen. Okay, das war noch von der vergangenen Quest. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Habt ihr Quecksilber auf Lager?
Wer fragt denn? Niemand, nur ich. Dann habe ich keines. Das klingt beinahe, als ob du mir keines verkaufen wolltest. Es ist nicht so, dass ich nicht will. Ich kann wohl nicht. Okay. Ach nein, ausgerechnet hier im Sasauer Kloster? Das kommt mir seltsam vor. Ich habe den Eindruck, als füllst du gern deine eigenen Taschen. Was wollen die Leute davon halten? Es ist nicht... Ich... Ach, Scheiße. Spuck's schon aus. Sie kamen mittags zu mir, geradewegs in die Kammer. Der Meier drehte irgendwo seine Runden. Irgendein Ritter, ohne Wappen, aber bewaffnet, nannte sich Herr Jeschek und hatte einen Knecht namens Rapota bei sich. Einen schmuddeligen Knilch mit gelbem Umhang, ständig am Pfeifen. Sie sagten, sie wollen das ganze Quecksilber, das wir fürs Kloster bestellen. Natürlich lehnte ich zuerst ab. Und dann was? Drohten sie dir? Zunächst nicht. Sie wollten mich nur bestechen. Aber als ich ablehnte, kamen die Drohungen. Oh je. Womit drohten sie dir? Sie sagten, sie kennen Leute im Kloster, dass sie mich rauswerfen lassen oder des Diebstahls bezichtigen würden. Hast du denn gestohlen? Vorher, meine ich. Kannst es dir ja denken. Ich arbeite mich krumm und das für einen Hungerlohn. Also wussten sie davon? Ja, sie kannten meinen Namen, alles. Mhm. Wie läuft die Übergabe ab? Ich bringe es auf den Hügel hinterm Kloster. Dort steht ein hoher Baum, darunter eine kleine Kapelle. Manchmal wartet Rapota dort. Wenn nicht, lasse ich es einfach dort zurück. Nun gut, hab Dank. Mach's gut. Interessant, interessant. Geh mal weg da. So, C ist jetzt bestimmt diese Kapelle, ne? Zieh dich dort am Übergabeort Rohstoffe um. Messer aus Kupfer. Sprich mit Meister Pfeiffer. Vielleicht sollte ich erst zu Meister Pfeiffer gehen. Bevor ich dann wieder Schritt 2 vor Schritt 1 mache. Ja. Ich könnte jetzt schon hoch zur Kapelle und so weiter und Nachforschung machen und bliblablub. Aber ich habe ja schon öfters den Fehler gemacht, dass ich einfach weitergegangen bin, ohne Meldung zu machen oder so. Und danach habe ich es so ein bisschen bereut. Weil mir das vielleicht noch irgendwelche Hinweise geben würde oder andere Befehle oder sonst irgendwas. Deswegen gehe ich jetzt erstmal da zur Taverne. Zum Meister Pfeiffer. Zum Meister Fifofafam. Fifafofam. Fifar. Gut. Mal sehen, was er dazu sagt. Schaut euch diese Gurken an. So. Hier ist er. Irgendwo. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Du siehst anders aus, Meister. Ich will nicht auffallen, damit nicht jeder weiß, dass ich hier bin. Wieso? Um die Schurken nicht aufzuschrecken. Gerüchte verbreiten sich schnell. Und wenn sie erfahren, was wir vorhaben, fliehen sie. Das klingt einleuchtend. Also, was konntest du herausfinden? Ich weiß, woher das Quecksilber stammt. Du hattest recht, es kommt aus dem Kloster. Nun, das war die einzig logische Erklärung. Sie übergeben es auf dem Hügel hinterm Kloster. Hast du dich dort schon umgesehen? Noch nicht. Es könnte sich auszahlen. Ja, dabei. Wollte erst berichten. Und weißt du, wer dahinter steckt? Ein Kerl namens Rapota. Nicht viel, aber ein Anfang. Das ist kein gängiger Name. Hör zu, Heinrich. Ich habe auf dem Weg hierher nachgedacht. Die Fälscher benötigen auch ein Stanzwerkzeug, um die Münzen herzustellen. Ja, natürlich. Das ist etwas Besonderes. Ich kenne da einen Mann, der auf dem Klostergelände arbeitet. Mastergraveur Jerome von Schlesien. Glaubst du etwa, dass er... Nein, Gott bewahre.
Ich kenne ihn gut, so etwas würde er nie tun. Aber er leitet eine Gravurwerkstatt, also hat er vielleicht etwas darüber gehört. Also gut, ich frage ihn. Aber sei taktvoll. Ich möchte ihn nicht beleidigen. Und ich zöge es vor, wenn du mich nicht erwähnst. Ich werde mir Mühe geben. Das ist alles. Okay. Möge Gott mit dir sein. Ja, wenn der so eine Standswerkstatt hat, kann es natürlich auch wieder ein Gehilfe davon sein, der auch zu wenig verdient, seiner Meinung nach. Oder vielleicht jemand, der da nachts reingeht und das einfach benutzt oder so. Ich denke mal, wir müssen wieder auf die andere Seite, oder? So, mal gucken. Okay, C ist die Kapelle da. Gravurwerkstatt. Über dem Fluss, rechts. Ja. Hauptweg. So, über dem Fluss. Okay, es ist dieses Gebäude da. Rechts. Hier irgendwo. Hallo? Ist jemand da? Gott sei mit dir. Was macht die Arbeit, Meister? Ich komme schon zurecht. Benötigst du etwas, mein Junge? Was wird hier eigentlich hergestellt? Du bist in einer Gravurwerkstatt, mein Junge. Wir gravieren, also. Ja, aber was? Und wozu wird es verwendet? Ach, wir gravieren Holz, Stein und auch Metall. Hier im Kloster geht es hauptsächlich um Ausschmückung. Deine Werkstatt ist recht groß, Meister. Gewiss arbeitest du nicht allein. Gewöhnlich ist mein Lehrling Florian bei mir. Wie dir aber sicher aufgefallen ist, ist das im Moment nicht der Fall und ich bin allein. Ich bin also entweder ein Lügner oder etwas Ungewöhnliches hat sich ereignet. Verstehe, glaube ich. Was ist denn mit Florian? Er teilt das Schicksal der Pharaonen, denn heute befiel ihn die fünfte Plage Ägyptens, die Pest. Zumindest steht es so in seiner Nachricht. Herr im Himmel, die Pest? Beruhige dich. Ich denke, dass die Seuche, an der Florian leidet, eher durch übermäßigen Alkoholgenuss verursacht wurde, als von göttlicher Gewalt. Wenngleich so ein Kater durchaus biblische Ausmaße annehmen kann. Ja. Was ist dein Lehrling Florian für einer? Ich fürchte, seine aufkochende Jugend fordert ihren Tribut. Er verhält sich in letzter Zeit seltsam, zeigt Anzeichen wahnhafter Verfolgung. Ich verstehe nicht, was du damit meinst. Nicht ohne Grund. Plötzlich erzählte er mir, dass ihn jemand verfolgt. Und einen Tag später besorgte er sich beim Schmied ein Schloss und verriegelte seine Truhe. Als ob ich jemals darin herumschnüffeln würde. Wie dem auch sei, was kümmert es dich? Suchst du nach ihm? So etwas in der Art. Darf ich fragen, wieso? Ich habe eine Nachricht für ihn. Ach ja? Wer interessiert sich denn für diesen Nichtsnutz? Abgesehen natürlich von seinem rasenden und schwer enttäuschten Meister. Wegen deiner Frage. Du findest ihn in seinem Quartier, zweifellos auf dem Sterbebett. Er schläft im Keller des Bäckers. Ah, hab Dank. Hat Florian vielleicht Feinde? Ein junger Bursche wie er hat bestimmt Schulden in jeder Ecke. Und die Eltern der Mädchen sind gewiss nicht erfreut über sein fortwährendes Bestreben, sich zu vermehren. Jedenfalls war vor kurzem diese Furie aus dem Badehaus hier und sie war fuchsteufelswild. Eine Frau aus dem Badehaus? Was wollte sie? Diese Harpie riss ihm fast alle Haare aus. Ich muss zugeben, dass mir mein nichtsnutziger Lehrling fast leid tat, auch wenn es nicht oft vorkommt. Weißt du, weshalb sie so wütend war? Sie brüllte irgendwas von so einer flatterhaften Zauberdirne namens Esther. Ich würde sagen, bei Florian haben wohl die Lustglocken geläutet. Dabei sollte man annehmen, dass sie das im Badehaus eigentlich gewohnt sein müssten. Ja.
Gut, Ab das Dank. War alles. Kannst ungestört weiterarbeiten. Möge Gott über dich wachen. Dankeschön. So hat seine Kiste also. Hier sind viele Kisten abgeschlossen. Schlossknacken leicht. Schlossknacken leicht. Sehr schwer. Okay. Gut. Was haben wir hier noch? Finde heraus, wenn Sasa mit Kupfer arbeitet. Das ist immer noch das Allgemeine. Sprich mit Herrin des Badehauses. Sprich mit Florian im Lehrling des Graveurs. Also, einmal über die Brücke. Ich wollte aufsteigen, nicht nur mal pfeifen. Ja. So. Ja. Huch. Upsi. Aua. Vorhin bin ich auch durchgekommen. Vielleicht, weil ich langsam unten durchgeritten bin. Ja. Sieht aber schon immer witzig aus. So, hier ist das Badehaus gleich rechts von uns. Mein Gott, du siehst aus, als wärst du überfallen worden. Öfters, ja. Wie ich höre, zankst du dich mit Lehrling Florian. Zanken? Ich zank gleich mit dir. Wegen dem Scheißkerl haben die meine Esther... Armes Ding, was wohl aus ihr werden wird. Was genau ist passiert? Da kam ein Mann, der wollte ein Bad und Esther dazu. Sowas macht sie sonst nicht. Aber ich habe mir nichts gedacht und sie zu ihm geschickt. Und auf einmal höre ich Schreie. Also renne ich hin und sehe noch, wie der Lump sie aus dem Zelt zerrt und in ein Boot pfercht. Ich schätze, Florian kennt also diese Esther. Du weißt ja, Dorfmäuschen. Haben nicht groß eine Wahl. Jedes zweite Mannsbild hat nichts in der Birne und wenn doch, dann sind sie verwandt. Und dann kommt so ein protziger Gag daher, der Gedichtchen schreibt. Was soll das arme Ding denn machen? Und enden tut es so. Hätte bei den Hohlbirnen bleiben sollen. Wo finde ich Florian? Ich würde ihm gerne ein paar Fragen stellen. Er arbeitet beim Gravierer im Handwerkerhof vom Kloster. Und wenn er nicht dort ist, dann verkriecht er sich im Keller vom Bäcker, wie die Ratte, die er ist. Hat Schiss vor mir, ganz sicher. Was hält der Vogt davon? Fang gar nicht erst mit dem an. Der ist auch so ein... Das sage ich lieber nicht. Hab ihm alles erzählt, aber er sagt, er wird nichts tun. Wieso das? Ins Gesicht sagen tut er es mir natürlich nicht, aber die Leute hier halten nicht viel von uns. Ein paar sagen, Esther hätt's verdient. Armes Ding. Okay. Tut mir leid, dass sie verschleppt wurde. Aber was hat das mit Florian zu tun? Die haben mir zugebrüllt, ich soll ihm sagen, dass er sie wiederkriegt, wenn er dazulernt. Okay. Das ist wohl dann das, mit dem sie diesen Florian bedrohen. Klingt, als stündet ihr euch nahe. Hab sie geliebt wie eine Tochter. Ist als Waise zu mir gekommen. War wie ein Wolfsjunges. Hab sie großgezogen und ihr Arbeit verschafft. Und jetzt ist er weg. Wer weiß, ob sie noch lebt. Ich wüsste gern mehr über die Entführung. Okay, hier weiß ich schon alles. Gott behüte dich. Gut. So, dann wissen wir, was wir in der nächsten Folge tun müssen. In der nächsten Folge werden wir mit Florian sprechen. Mal gucken, ob wir diese Esther irgendwie noch retten können. Ich hoffe es zumindest. Und natürlich hier oben C, sieh dich im Übergabeort der Rohstoffe um. Jetzt ist erstmal Ende für diese Folge und auch für diese Woche. Und wir sehen oder hören uns in der nächsten Woche, hoffentlich, in der nächsten Folge. Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend oder Tag oder Morgen oder wann auch immer ihr das guckt. Und bis zum nächsten Mal.